allen Truppen unter glorreichen Armeen. Ich sah alle Nationalitäten der weißen Monarchie stolze Eintracht einem großen Ziel entgegengehen, einem glorreichen Frieden. In den Augen aller Soldaten las man Kampfesfreudigkeit und Siegeszuversicht. Das Angesicht des allerhöchsten Kriegsherrn und eines unbegrenzten Gottvertrauens hörte man auf dem Munde jedes dieser Helden. Bewundernswert sind auch die Helden des Hinterlandes, die stillen Brüder, die durch den Krieg entweder so Liebstes verloren haben oder in beständiger Angst und Sorge um ihre Verwandten leben. Zur großen Zeit das Vaterland verteidigen kann, durch unendliche Wohltat, allen braven Kriegern, ihre Schwerleiden erleichtern die Schuld.
Welt die Grenzen der Heimat zu schützen. Tiroler Walter, der Herr von Eyck, unbedingt in Pflichterfüllung.